Hallo liebe Spielenden, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Livestream zu Lost Ark. Heute sind wir hier unterwegs mit meiner Zauberin, im Moment erst noch in Ostlutera, aber wir werden heute ein bisschen mehr von der Welt sehen, wir werden ein paar Inseln abfahren, wir werden ein bisschen was erledigen hier im Abenteuerfoliant und in den Ratgeber-Quests, die ihr hier alle so recht seht. Das ist das, was ich heute mal weiterbekommen möchte. Und vielleicht werden wir so das ein oder andere Item-Level machen, was auch hier noch wichtig ist für meine Zauberin hier bei Lost Ark. Und erstmal hallo an Silberkind, schön, dass du eingeschaltet hast. Und auch hallo an Opa Rainer und vielen lieben Dank an Opa Rainer. Opa Rainer hat nämlich hier gerade wieder ein Abo dagelassen. Für den 14. Monat fortlaufend. Vielen lieben Dank, Opa Rainer, für deine Treue hier auf dem Kanal. Und damit kriegst du natürlich auch wieder den tollen Regenbogenhut vor deinem Namen. Oder halt, ja, du hast sogar den Hype Train, den hast du hier schon mitgemacht. Du bist hier Gründer, seit Anfang an dabei. Die Gründer kriegt man nur, die Gründermedaille, das Gründeremblem kriegt man nur, wenn man der erste von 10 Abonnenten war hier auf dem Kanal. Und VIP ist er auch schon, der Opa Rainer, weil er so kräftig Abos verschenkt. Auf dem zweiten Platz ist er dabei, verschenkten Abos mit 125 verschenkten Abos. Und natürlich am ersten Platz mit seinen Cheers, mit 75.000, über 75.000 Cheers. Also Bits von Twitch. Vielen lieben Dank da auch nochmal an Opa Rainer. So, was machen wir heute als erstes? Als erstes muss ich natürlich mal wieder zugeben, ich spiele ja auch ohne Stream ab und zu. Fortnite habe ich eben gespielt und den ganzen Tag schon und mit meinen Neffen und so weiter, wenn es mal ein bisschen lustiger sein soll. Wenn es nicht, ich sag mal, wenn es mal ein bisschen privater ist, wenn man mal nicht streamt, möchte man ja auch mal einfach nur ballern. So, und heute habe ich schon ein paar Dungeons gelaufen. Ich bin nämlich schon im Dungeon gewesen. Ach so, wenn ich tanze, darf ich gar nicht in diese Übersicht hier. Aber wir haben schon Chaos Dungeons durch für heute. Da gehen wir heute nicht mehr rein. Ein Wächter Raid habe ich heute auch schon erledigt. Von daher wird das heute gar nicht so gemacht. Ja, so mal den Alltagskram habe ich alles schon erledigt. Aber Ausrüstungsverstärkung, das ist immer noch drin, weil wir sollen im Moment die Ausrüstung 1100 erreichen. Ja, ihr seht hier zum Beispiel meine Handschuhe. Gegenstandsstufe 1000. Ja, Klasse 2 ist das mittlerweile und 1100 ist unser Ziel. Das sollen wir erreichen, damit wir viel, viel weiterkommen im Spiel. Aber mal gucken, ob das klappt. Man hat jetzt hier schon die Wahrscheinlichkeit nur noch von 90%, dass es klappt. Ja, aber ich glaube, das wird schon funktionieren. Ja, und da sind wir schon auf 1040 und die Hose ist auch noch 1000. Und ihr seht schon diese Materialien hier, die hier so aufgeführt werden. Die kriegt man aus den Wächter-Raids, aus den Chaos-Dungeons und so weiter und so fort. Ne? Und es steht ja auch alles dabei, unten drunter, woher man die bekommt, die Sachen. Deshalb immer mal wieder durch solche Dungeons laufen, immer mal wieder ein bisschen was tun. Muss man im Spiel, was mal nichts mit Stories zu tun hat, aber das habe ich alles ohne euch gemacht. Deshalb komme ich gerade hier so gut weiter. Und jetzt versuchen wir hier mal von dem Gegenstand Stufe 1040, alle sind schon soweit, mal weiter hochzukommen. Ja, gucken wir mal. Jetzt sind es nämlich nur noch 80% Wahrscheinlichkeit, dass das klappt. Und dann habe ich hier so ein Spezialisierungsmaterial. Das habe ich aus dem Event geholt. Ich weiß gar nicht, was das macht. Ah, das macht einfach mal 10% mehr Erfolgsrate. Ja, komm, warum nicht, oder? Ah, das machen wir beim Stab, der ist schon höher. So. Bei 80% kann man noch gut Glück haben. Ja, da sind wir schon auf 1060. So. Weil das ist ja immer so die Frage, es kostet Gold, ne, dieses Upgraden. Und da will man natürlich sicher sein, dass das auch was wird. So, 1060. Und hier läuft es jetzt auch schon mal voran. Okay, jetzt sind wir schon wieder auf der nächsten Stufe, wenn wir genug von diesen Lebensfragmenten haben. Die sind also hier das Wichtige. Ja, und, sieht gut aus. Hier diese Lebensfragmente, ne? 10.000 Hammer, 1.200 bräuchten wir. So läuft das.
das funktioniert. Ich war die letzten Tage wieder sehr fleißig. Kostet immer 10 Gold. Gold kriegt man durch andere Dungeons oder durch Marken für tägliche Aufgaben oder durch bestimmte Quests. Aber ich habe nur noch 360, deshalb, das ist ein Engpass, ne? Gold ist ein Engpass. So, und jetzt sind wir schon alle mit 13 unterwegs. Die hier sind noch von früher. Das ist Gegenstandsklasse 1. Die wollte ich halt nur mal behalten, weil es halt Items sind, die ein Set sind. Ich wollte einfach mal ein Set haben. Aber ich weiß gar nicht, ob das so viel Sinn macht, die jetzt noch zu leveln, weil das macht besser dann, mache ich besser mit meinen anderen Charakteren, dass ich denen die Steinchen gebe. Okay, jetzt aber 14 ist jetzt dann doch schon eine Herausforderung. Na, jetzt haben wir auch kein Verstärkungsmaterial mehr. Das war jetzt auch die letzte Möglichkeit. Ne? Können wir jetzt gerade erstmal nichts mehr weitermachen. Und jetzt müssen wir warten. Jetzt müssen wir wieder doch in Dungeons rein. So schnell kann es gehen. Ja. 28 haben wir noch schnell reingesteckt hier, aber das war's. Ja, wir hängen jetzt also auf 1060 plus vom Item-Level. Und hier seht ihr das, 1063. Das ist jetzt so unser aktuelles, haben wir doch jetzt einfach mal Anfang vom Stream 40, 30 Item-Level gemacht. So muss es sein. So. Und was ist als nächstes jetzt geplant? Es ist geplant, dass wir hier in Ost-Lutera, was eigentlich ein relativ frühes Gebiet im Spiel ist, endlich unsere Beziehung beenden. Nämlich mit Tyrain, das ist der König, was heißt beenden, auf maximalen Ruf kriegen, mit Karls und mit Neria. Neria kann ich noch nicht, weil ich habe keine 10 Inselherzen, da fehlt mir das Emote. Karl dauert ewig lang, der braucht ganz viel Zuneigung. Und Tyrain? Ja, Tyrain wartet hier schon mit einer neuen Quest auf uns. Der will wieder beziehungsmäßig weiter hier mit meiner Zauberin sprechen. Das heißt, wir machen einfach mal eine Beziehungsquest mit dem König jetzt zum Anfang hin. Denke daran, deinen Triporter zu aktivieren. Damit kannst du leicht. Wir wechseln aber auch so ein bisschen das To-Do ab. Ne? Also jetzt machen wir ein bisschen mehr Geschichte. Danach machen wir das von Stufe 3 hier für den Express-Charakter, nämlich schließe Arche der Arroganz, Schmiede der gefallenen Stolzes ab. Das ist schwer. Das ist ein Dungeon. Ja, da wird es also wieder stressig. So ein bisschen wie die ESO-Dungeons, also nicht nur ein Boss oder ganz viele tausende Gegner, sondern zwei, drei Bosse in einem Dungeon, was nicht einfach ist. Das machen wir gleich. Und dann machen wir die Ratgeber-Quests hier nach und nach. Also erst Story, dann wir Action, dann Quests. So, ihr seht schon, König Tyrain ist auf Freundlichkeit Stufe 3. Der braucht also nicht mehr lang, bis er dann endlich vertraut ist. Aber uns fehlen doch noch 12.000 Punkte. Und ihr seht, 300 gibt es. 10 Stück hiervon wären 3.000. Also man braucht schon 40 Stück, die wir jetzt hier abgeben müssten. Machen wir natürlich nicht. Ne? Also haben wir natürlich nicht. Und deshalb ab und zu mal eins von denen, wo ich weiß, Donner gibt es nicht mehr oder so. Kann man mal machen, aber es dauert. Ja, Emotes kann ich heute keine mehr machen. Habe ich schon bei den anderen gebraucht, bei anderen Beziehungscharakteren. Darum, ja, Tyrain dauert noch. Tyrains Befehl. Ich habe lutheranische Soldaten in alle Welt gesendet, um die Lage zu beobachten und um uns auf den Kampf gegen die Dämonen vorzubereiten. Ich hoffe, die von mir verfassten Befehle wecken den Kampfgeist in vielen starken Kriegern. Ich freue mich schon drauf, dich im Kampf zu sehen. So, das gab 4000 Punkte. Habt ihr das gesehen? Das war mal ein Boost. Den hätte ich jetzt nicht erwartet. Und jetzt die Story. Ich habe gerade an dich gedacht. Kommst du mit und begleitest mich nach draußen? Das Schöne bei den Hauptgeschichten und den Beziehungsquests, also den rosanen, da ist auch Sprachausgabe dabei. Da sind auch Cutscenes drin. In den Nebenquests ist das nicht immer, in den Ratgeberquests auch nicht immer. Aber die Beziehungsquests und die Hauptquests, die sind ganz gut vertont und auch von den Cutscenes her gar nicht so schlecht. Ich soll also nach draußen mit dem König. Mehan würde mich niemals ohne Wache rausgehen lassen, aber er kann sich nicht beschweren, wenn du dabei bist. Oh, nochmal 1050 Beziehungspunkte. Ja klar, dafür gehe ich mit dem König mal zum Platz. Was hat der König vor? Nachdenken. Ja, dann
Werden wir mal gucken. Irgendwas möchte der König ja, wenn wir mit dem raus sollen. Wenn ihr übrigens eine Gilde sucht, Lost Ark anfangen möchtet, dann kann ich euch den Server Aster empfehlen. Free to play. Einfach bei Steam suchen, installieren, loslegen. Und dann könnt ihr Lost Ark zocken. Wählt einen zentraleuropäischen Serverstandort und dann Aster. Dann seid ihr hier auf meinem Server und dann könnt ihr bei mir in die Gilde gerne. Wir haben noch Platz, also wenn man so guckt. Für jedes Gildenlevel kriegt man 2 Plätze mehr in der Gilde. Wir haben 42 von 44 Plätzen frei. Und genau, wir freuen uns über jeden, der mitmacht. Wir machen auch Plätze frei für Leute, wenn es mehr sind, weil wir haben auch viele, die jetzt langsam aber sicher nicht mehr reinkommen. Ja, das heißt, wenn wir hier mal so reingucken, die erste Seite ist noch okay, zweite Seite auch noch, aber dann so ab der vierten Seite, so ab hier, sind die Leute schon 2 Wochen nicht mehr da. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ja, also 15, 16, 17 sind jetzt schon dann doch längere Zeit weg. Und die müssen dann leider die Gilde verlassen, weil man braucht aktiv Unterstützungen bei wöchentlichen Aufgaben. Man braucht aktiv Gildenspenden hier. Man braucht Unterstützung bei Forschungen, die wir mit der Gilde machen. Und deshalb, ja, ganz Inaktive sind da nicht so gut. Außer man ist eine Riesengilde und da fallen 20 nicht auf. Aber bei 42 fallen halt 20 doch auf. Deshalb, ja, wir suchen noch, wenn ihr wollt, einfach im Spiel joinen. Die Gilde ist offen. Ihr könnt einfach Metatrons Nexus suchen und dann mitmachen. Okay, jetzt aber mit Tyrain weiter. Jetzt bin ich mal schwer gespannt, was der von uns will. Cutscene, wie gesagt. Ne? Es ist so friedlich hier draußen. Man vergisst fast, dass hier vor kurzem ein Krieg tobte. Ich habe nachgedacht. Ich will meine Landsleute nicht mehr sterben sehen. Ich werde Arcesia im Kampf gegen die Dämonen vereinen. Wirst du dabei an meiner Seite sein? War das jetzt ein Antrag? Was war das denn jetzt? Ja klar, werde ich dabei sein, aber... Also so dabei bin ich dann aber auch wieder nicht. Also ganz kurz zum Hintergrund. Bei dem Tyrain kann man Beziehungen machen. Ne, Moment, ich zeige euch jetzt das richtige Fenster dafür. Es gibt hier so ein Beziehungsfenster, da sieht man, man kann vertraut bei den meisten machen. Aber es gibt zwei, da kann man sogar Herzchen machen. Nämlich bei Sascha. Ja, da kann man sogar Zuneigung machen, nicht nur vertraut. Und bei Erlin, bei der Königin von Burg Vern. Ja, das sind die beiden Damen, bei denen man wirklich weiterkommt. Darum schön, dass Tyrain fragt, ob wir mit ihm zusammen und so. Aber geht ja nicht. Bei dem können wir kein Herzchen machen, ne? Der wäre hier bei Oslo Terra, aber der ist bei Frau Traut vorbei. Darum, nö, machen wir nicht. Wir müssen vertraut alle werden, ne? Also sonst kommen wir nicht weiter. Also flirten noch ein bisschen ist angesagt. Ich freue mich, dass du auf meiner und Lutheras Seite stehst. Ich habe viel darüber nachgedacht, warum ich so zögerlich bin, mir eine Frau zu suchen. Die Männer um meinen Vater, den König, waren recht skrupellos. Sie waren alle neidisch auf ihn und wollten den Thron für sich selbst. Als ich, der Erbe, geboren wurde, war ich eine Bedrohung für sie und ihre Ambition. Die einst loyalen Berater arbeiteten nun unermüdlich im Verborgenen, um meine Familie zu zerstören. Eine von ihnen, Schericht, hatte Erfolg und ganz Lutera zahlte den Preis dafür. Also eigentlich einer, weil Schericht haben wir ja schon bekämpft. Als Mehan vorschlug, ich sollte eine eigene Familie begründen, da sah ich nur, wie der Kreislauf aus Verrat und Schmerz erneut begann. Aber nun begreife ich, dass die Menschen um mich herum anders sind als jene,
die meinem Vater umgaben. Mehan arbeitet unermüdlich, damit ich glücklich bin. Castleford ist stets fast schon übermäßig aufrichtig. Und du? Ich finde kaum Worte, um auszudrücken, wie wichtig du mir bist. Eines Tages, wenn Lutera wieder aufgebaut ist und du deine Quest beendet hast, vielleicht werden wir beide dann frei genug sein, um einander diese Worte zu sagen. Du und Arme wart in wichtigen Momenten meines Lebens bei mir. Ich weiß nicht, ob ich auf dem richtigen Weg bin, ein guter König zu werden. Aber solange du bei mir bist, weiß ich, dass alles gut wird. Nun, ich denke, wir sollten zur Burg zurückkehren. Gehen wir? Jo. Und das waren wieder Beziehungspunkte. Und damit können wir bei ihm gar nichts mehr groß machen. Die Story ist durch. Wie gesagt, ist leider eine kleine Story, immer nur dieses Beziehungszeug, aber besser als nichts. So, jetzt gucken wir mal, ob wir noch ein paar Beziehungs-Items eintauschen können. Ja, sieht gut aus, oder? Noch ein paar gehen. Nehmen wir sofort mal alles mit, was geht. So. Ja, wir müssen noch bei Karl und bei Neria. Also da kann man nicht genug holen erstmal. Man hat ja auch Glück, ne? Also es können jetzt alles Schrott sein oder wir kriegen ganz viele 2000er. Aber ich glaube, wir haben Pech. Oh, aber ein 2000er Item ist dabei, das ist schon mal schön. Na, dann können wir doch nochmal zum König vorbeigucken. Dann macht es ja doch nochmal Sinn, Hallo zu sagen. Hallöchen, da gucken wir mal. 2000 reicht nicht, ne? Nee, ich glaube, wir brauchen schon noch viel mehr. Ich weiß nicht, wir hatten eben 4000 gekriegt, jetzt gerade für die Quest 1000. Jetzt wieder 2000, da sind ja schon 7000. Also heute haben wir echt viel Ruf beim König bekommen. Bei Karl wiederum sind wir überhaupt noch gar nicht weiter. So, danach gehen wir ins Dungeon. Danach wird es stressig. Ja, wenn wir jetzt nochmal beim König kurz fahren. Eieiei. Da müssen wir uns anstrengen. Da müssen wir was tun. Wir sollten uns vorbereiten. Okay. Ja, das Geschenk können wir ihm einfach mal geben. 11.230. Das sieht gut aus. Aber die anderen Sachen sind für andere Leute. Die sind leider nicht für ihn gedacht. Vivien gibt es nicht mehr. Vivien habe ich schon alles gegeben. Darum kann ich ihm jetzt das geben. Vivien ist schon auf maximaler Stufe, wollte ich damit sagen. Ups. So. Aber die 4000, da muss ich nochmal täglich zu ihm hin. Noch ein paar Kleinigkeiten erledigen hier. Instrumente spielen und Emotes. Ah, den haben wir bald fertig. Sind nicht mehr viele Tage. So. Okay. Was ist jetzt das Thema? Das Thema ist, wir haben in Yorn ein Dungeon zu erledigen. Das heißt, schließe die Arche der Arroganz ab. Und das machen wir jetzt. Das kann man zum Glück mittlerweile von hier aus wählen. Da braucht man nicht mehr nach Yorn oder so. Und es ist ein Abgrund-Dungeon. Für Level 840, Item-Level, ich bin 1063. Das habe ich schon geschafft, also die Straße des Klagens. Und jetzt müssen wir hier noch die Schmiede des gefallenen Stolzes machen. Ich weiß nicht, wie die Bosse sind, ich weiß nicht, was die können. Das kann richtig ins Auge gehen. Das Gute ist, es gibt Gold dafür. Ja, wir haben 360. Gold kann man immer gebrauchen. Oh, die Gruppe ist schon fertig. Eieieiei. Das ist immer stressig, da muss man immer aufpassen. Das ist halt nicht ein großer Boss, auf den man immer draufhauen kann. Und da sind auch nicht ganz viele kleine Bosse, in denen man immer nur Areas reinhaut. Hier muss man ein bisschen mitdenken. Ist ja nicht so meine Stärke, wisst ihr ja. Außer Quests kriege ich ja nichts gebacken, ne? Gucken wir mal, wie es läuft. Ja, einfach hier durchkämpfen, kriegen wir hin. Das Wichtige sind immer die Bosse, wie kompliziert die werden, ne? Das weiß man halt nicht. Weil die haben schon viele Mechaniken, wo man viel ausweichen muss, viel nachdenken muss. Am richtigen Punkt die richtigen Orte treffen und bewegen und drücken. Ist manchmal doch relativ schwierig. Ah, da haben wir auch schon einen. Ne, 10 Balken, also der ist auch mal nicht so schnell kaputt. Außer man hat einen starken anderen Spieler dabei.
Im Moment scheinen wir einen ziemlich starken anderen Spieler dabei zu haben. Sieh an! Verspotten wirkt gut auf Holzköpfe wie ihn. Das ist ein Dungeon von Yorn, darum ist auch hier dieser Zwerg dabei. Ich glaube, wir haben hier irgendeinen 1400er oder 1000. Oh! Danke für das neue Abo hier. Leider konnte ich so schnell jetzt nicht gerade sehen, wer es war. Aber danke, dass du das Abo hier gelassen hast. Du kannst gerne dich im Chat mal melden. Dann kann ich auch nochmal deinen Namen erwähnen. So, und jetzt hau ich erstmal hier wieder alles mit weg. Die normalen Mobs sind gar kein Thema hier groß, ne? Die kriegt man einfach so weg. Das ist jetzt nicht die schwere Version von diesem Dungeon, ja? Das ist jetzt nur die Abgrundversion. Die schwere müssen wir noch machen. Kehre zurück ins Feuer. Okay. Was ist das für eine Errungenschaft? Besiege 10 Arschegeister. Ach, hier in der Arsche der Arroganz. Okay, gut. Hat da nichts mit den Arschen an sich zu tun, die dann oben bei Intrixion stehen. Fand ich auch ein bisschen doof, dass das Dungeon so heißt, wie eigentlich die Arschen eigentlich heißen. Aber gut, was soll man machen? Das Land heißt ja auch Arkesia, also eigentlich Arsche. Wir müssen aber trotzdem dieses Dungeon hier in schwer noch spielen. Also, dann ist es aber nicht so schwer, wie es jetzt ist. Voll kompliziert zu erklären, ey. Ich meine für den Abenteuerfolianten die schwere Version hiervon. So, ist das jetzt schon der Endboss? Oh, könnte sein. Ist ja schon das zweite Portal hier oben links. Ja, 20 Leben, ne? Also ihr seht das schon, ne? Also 20 Lebensbalken. Er hat sich geteilt? Ist auf jeden Fall etwas schwerer als der normale Boss oder der schwere Boss. Jetzt habe ich nicht gesehen, wo ich stehen muss. Da habt ihr gesehen, alles war rot. Ich habe nichts kapiert. Aber wir haben, glaube ich, ganz starke Leute. Aber es sind zwei Tote. Auch der Scharfschütze ist tot. Wen haben wir denn da? Ein 1370er, ja. Die schafft den auf jeden Fall. Und hier nochmal ein 1340er. Die sind 300 Item-Level höher als wir. Die hauen den um. Ne? Also, Dungeon ist geschafft. Kein Problem. Gucken wir einfach mal. Gechillt zu. Auge von Sauron ist auch. Aha, da müssten wir hin. Jetzt wissen wir das auch. Besser spät als nie. Die anderen Fähigkeiten sind natürlich alle wieder so Krimskrams, ne? So Areas, irgendwelche Schüsse oder so. So, die Schmiedefeuer des Flüsterer ist geschafft. Und damit haben wir das Dungeon durch. Boah, war das anstrengend. Nicht. Ja, danke an das Team. Die haben hier wieder gut gearbeitet. Ich natürlich wieder hier der Schlechteste von allen, aber das sieht richtig gut aus, oder? Schick, schick. Was die da für eine Rüstung hat. Ich habe mich auch schon ein bisschen gestylt aus dem Markt raus, aber tja, gegen die andere kam ich nicht an. Okay, was gibt's denn hier? In der Abgrundtruhe kann man jetzt noch mehr Materialien kriegen. Und im Moment brauchen wir auch wieder Materialien. Ne? Wir zahlen jetzt auch mal 40 Gold für ein Ding, das Kartenpaket, für mehr Materialien. Weil, das können wir jetzt eigentlich ruhig mal gebrauchen. Es waren ja 360 und jetzt haben wir 420. Ne? Also, wir haben ja ein bisschen Gold gemacht in dem Dungeon. Ist okay. Kann man mal machen. Ja, wegen den Erweiterungsmaterialien natürlich. 100 Gold gab's. Minus 40 sind 60 plus. Ne? Also, ne? Mathematik. Prr, ekelig. Muss auch mal sein.
Aber das kann man 6-mal machen. Also theoretisch könnte ich jetzt noch ein paar Mal hier in die Dungeons. Aber so nötig wollte ich jetzt das Gold nicht haben. Wir machen gleich weiter mit den Ratgeber-Quests, damit wir die abgearbeitet kriegen. Damit ich mehr Platz im Questlog habe. Ich möchte 2 Inselmarken haben, damit wir hier die 10 knacken. So. Und die Expressaufgabe ist durch. Arche der Arroganz abgeschlossen. Wir kriegen noch 1.000.000 Silber extra Belohnung. Zack. Ja, also Silber haben wir im Moment gar keine Probleme mit. Und jetzt geht's eigentlich weiter in Phaeton. Ja, wir müssten wieder viel, viel weiter. Aber irgendwie hängen wir immer mit diesen ganzen Quests hinterher. Es ist nicht zu glauben, was man so alles machen muss. Wir gucken mal, vielleicht haben wir jetzt ja doch noch eine Chance, ein Item noch hoch zu leveln. Dann sind wir sogar höher als 1066. Möchtest du vielleicht ein Lied hören? Das wird spannend. Na toll, jetzt bin ich wieder voll den Umweg gelaufen. Oh, und wieder ganz viel Krimskrams im Gepäck. Ah, da haben wir schon Sachen. Ja, bei der Dings war wieder natürlich gar kein Glück, ne? Bei dem Kartenpack war wieder null Glück. Mal wieder richtig reingesch. Außer aus der Truhe das Kartenpack, ne? Weil ich gerade gekauft habe extra. War wieder gar nichts. Und ansonsten sind die Items auch alle 840. Ich bin mittlerweile schon auf Items, die haben das hier. Okay, komm. Zack, weg damit. Okay, wunderbar. So. 3600 mehr Vitalität. Ihr seht hier unten, ich habe 33.000 Leben. Ich habe eben neue Steine graviert. Und, jetzt habe ich 41.000 Leben. Ne? So schnell kann das gehen, dass man also viel mehr Leben hat. Und wenn man dann hier so durchguckt, dann sieht man dann die anderen Steine. Hier sind nochmal 316 Leben mehr drauf. Ne? Und die kann ich jetzt auch zum Beispiel anziehen. Und jetzt bin ich schon bei 42.180 Leben. So schnell kann man sein Leben also auch extremst boosten, wenn man dann die richtigen Steine auch einsetzt. Muss man natürlich ein bisschen koordinieren. So, und genau. Jetzt wollte ich gucken, ob ich mit meinen Materialien weiterkomme. Das Dungeon war ja jetzt gechillt, muss ich ja sagen. Okay, wie sieht's aus? 13. Nee, hier komme ich nicht weiter. Hier komme ich auch nicht weiter. Ja, ich kann die zwar aufwerten, aber halt nicht bis zum Maximum. Und, bei der hier komme ich jetzt halt auch noch nicht weiter. Ne? Die Ausrüstungs-EP ist drauf, aber ich brauche halt mehr, damit ich das weiter leveln kann. Okay. Dann nicht. Ich wollte ja nur ein Item-Level mehr machen. Wir schauen uns jetzt die Quests an. Hier gibt es ganz viele im Moment, die ich habe. Und eine ist zum Beispiel, sprich mit Morgendämmerer Orven. Das ist ganz woanders, das ist weit im Norden. Da wollte ich jetzt eigentlich noch nicht hin. Phaeton fahren wir auch noch nicht hin. Und dann haben wir hier Besucher auf Dugox, bitte hin die Toki-Insel. Ein Toki ist damit beschäftigt, funkelnde Glasstücke am Strand zu sammeln. Anders als andere Toki hat er keinesfalls Schätze, nicht mal eine einzige Goldmünze. Er ist nur darauf konzentriert, Glasstücke zu sammeln. Dieser seltsame Toki erzählt, dass er von der Toki-Insel entkommen ist. Ja, also, das wollen wir auf jeden Fall gleich mal gucken. Dann Phaeton, wie gesagt, noch nicht. Aber wir haben noch andere lilane Quests, nämlich hier, wir müssen noch was machen. Tauchen wir eine Schildkröte, wir müssen noch hier eine eisige Angelegenheit im Gletschermeer machen. Und Liebe meines Lebens, finde einen guten Wahrsager. Ja, da sollen wir also einen guten Wahrsager finden. Und das hier im Hafen von Annika. Und die machen wir jetzt zuerst mal. Ja, das ist von der Sonnenblumeninsel eine Quest. Da gibt es die Gemälde, Sammelaufgabe. Und die haben wir bekommen. Hier kommen wir nicht weiter, weil wir das Bedrohen-Emote nicht haben. Und hier haben wir noch Kehre zu Lena auf der Sternenlichtinsel zurück. Das sollen wir auch machen. Achso, jetzt haben wir zu viele markiert. Moment. So. Wo ist sie jetzt da?
Also ihr merkt schon, wir haben viele, viele Sachen, wo wir einfach erstmal wo was erledigen müssen. Und die Liebe meines Lebens, das ist jetzt die Quest, die wir als erstes angehen. Da sind wir dann auf den Sonnenblumeninseln weiter, da kommen wir auf anderen Inseln halt weiter und das ist halt auch mal gar nicht so schlecht. Zack, weil ich ja halt doch irgendwie Inselherzen brauche. Und auch irgendwie mal ein freieres Questlog. Das ist so voll bei mir. Der sagt mir immer, mehr 20 Quests darfst du nicht, lösch wieder was. Die Kampfkünste sind bemerkenswert. Jo, was macht ihr eigentlich so zu Pfingsten? Seid ihr auch schwer am Grillen zu Pfingsten oder macht ihr gar nichts? Chillt ihr zu Hause? Hofft ihr auf High Isle? Du bist Turnier-Champion, oder? Eine Ehre, dich kennenzulernen. Dass es am Montag auch früh online geht. Ist schamlos. Dass es am Montag überhaupt online geht. Wonfo hat eine recht traurige Geschichte. Wem gehört das? Sucht nach dem Besitzer der Katze. So, dann finden wir hier noch schnell eine Quest. Ich bin traurig, dass das Turnier vorbei ist. Wem gehört die Katze? Ich habe eine Katze auch gesehen. Wem sie wohl gehört, weiß keiner. Da kommst du hier einfach vorbei und dann... Ich habe das Duell gesehen. Es war beeindruckend. Fragen die einfach, wem gehört die Katze? Ich weiß es nicht. Okay. Sinas Katze ist ausgebüxt. Okay. Das Schöne ist, hier kann man ja auch angeln. Ne? Also, ich weiß ja nicht, ob ihr es wusstet, aber angeln... ist ja generell eigentlich ziemlich beruhigend. Und es bringt ja auch Material zum Kochen. Und es bringt ja auch EP. Angel-EP. Aber, und das ist das größte Problem beim Angeln, es ist mir viel zu langweilig. Und deshalb angle ich jetzt hier nur dreimal und dann geht's auch weiter. So, das war jetzt zweimal und dann gucken wir mal weiter. Und Silberkind, das ist das dritte Date an Pfingsten. Das hört sich ja auch gut an. Und eigentlich war Hai geplant. Tja, jetzt sind die Prioritäten wieder verschoben. Das ist ein Problem. Real Life oder Gaming. Das ist das Problem. Beides unter einen Hut zu kriegen ist sauschwer. Also eine Beziehung zu finden, die auch mit dem Gaming klarkommt. Ist oft gar nicht mal so einfach. Ich habe das Duell gesehen. Es war beeindruckend. So, und ja, da kann ich dir ja nur hoffen, dass eine von den Dates das Richtige ist. So, jetzt habe ich das Problem, wo ist denn jetzt die Quest? Jetzt bin ich wieder völlig überfordert hier. Ich kriege noch nicht mal den richtigen Knopf für die Quests. Das hier machen wir erstmal später. Wo ist sie denn jetzt? Moment. Wem gehörst du genau? Aha. Ja, man muss die auch manchmal markieren, damit man sie überhaupt sieht, vernünftig. Aber ich wo kriegt man drei Dates in der Woche her? Wonfo hat eine recht traurige Geschichte. Gab es die irgendwie im Supermarkt zu kaufen, die Dates? Oder wie hat das geklappt? Also, das stelle ich mir jetzt eigentlich gar nicht so einfach vor, mal so ein Date zu kriegen. Aber gut. Da hat jemand ziemlich Glück. Ja, gib bitte alles für Apps, ne? Da ich will wisch nach links, wisch nach rechts und so weiter. In Annika seinen Dämonen erschienen. Wir machen jetzt Ratgeber-Quests. Genau wie Gildal. Ja, die Wolke sieht wie eine Teigtasche aus. So, gehört ihr die Katze? Und wo warst du nur? Danke, vielen Dank. Ich habe mir Sorgen gemacht. Ist eine Quest, die schon lange im Spiel ist, die ich auch mit meinen anderen Charakteren schon gemacht habe, aber ja. Es heißt in Annika sein Dämon. Ich will kämpfen lernen. Sie ist mir jetzt nochmal aufgefallen, die Quest. Ach, mit demselben! Ich habe das Duell gesehen. Es war beeindruckend. Silberkind! Ach so! Ich dachte, du bist die ganze Zeit am Abchecken, wer denn noch so möglich wäre. Ich habe das Duell gesehen. Okay, ne? Es war beeindruckend. Da haben wir jetzt aneinander vorbeigeredet. Okay, ich glaube, ich wäre eher der Typ, der drei Dates probiert und mal guckt, welches das Beste ist. Ich bin traurig. Okay, gut, wir machen jetzt mal hier weiter mit der Ratgeber-Quest. Sonnenblumeninsel braucht Inspiration, der Maler, seine große Liebe. Darum geht's. Lass mich raten. Du willst etwas über
dein Liebesleben erfahren. Wie lautet dein Name? Bunker? Das ist ein seltsamer Name. Dann wollen wir mal sehen. Ah, Moment, ich brauche Reis, um deine Zukunft sehen zu können. Und der ist mir gerade ausgegangen. Kannst du mir etwas Reis bringen, dann gebe ich dir auch einen Rabatt auf deine Vorhersage. Du hast mir den Reis gebracht, also dann. Ich glaube, ich hatte irgendwie mal Reis hier irgendwann gekauft. Wollen wir mal sehen. Mal sehen, mal sehen. Du sagtest, dein Name sei Munker, oder? Die Liebe seines Lebens wurde noch nicht geboren. Aber es besteht kein Zweifel, dass sie geboren werden wird. Irgendwann. Und sie wird auf einem exotischen Strand im Süden geboren werden, wo das Lachen von Frauen überall erklingt. Okay. Was war das jetzt für eine Information? Ich habe das Duell gesehen. Es war gut. Ich will kämpfen lernen. Also, seine Liebe gibt's noch es nicht. Heißt, in Annika seinen Dämonen erschienen. Dann müssen wir mal hin. Ich werde ein Meister werden, genau wie Gilda. Die Wolke sieht wie eine Teigtasche aus. Müssen wir jetzt zur Sonnenblumeninsel fahren? Gibt es vielleicht einen Rabatt? Ach komm, wir verdienen. Und ihm diese Info mitteilen. Zeit, die Segel zu setzen. So, und wir haben ja noch andere Inseln im Gang. Bringt die Fracht in Bewegung. Und dann gucken wir mal, ob wir noch andere Inseln auf dem Weg dahin auch per Quest erledigen können. Ich habe oft nicht mehr die Übersicht, welche Quests ich noch machen muss.